Achtung, eine Durchsage. Der Regionalexpress Richtung Marburg auf Gleis 13 wird im Abschnitt C geteilt. Wagen 1 bis 3 fahren nach Marburg und Wagen 4 bis 6 fahren nach Dillenburg. Oh, wir müssen daran denken, dass wir in die Wagen 1 bis 3 einsteigen müssen. Sie trennen den Zug und teilen ihn in zwei Teile. Ein Zugteil fährt nach Dillenburg und der andere fährt nach Marburg. Oh, okay. Da hinten, über dem Reisezentrum, ist die Anzeigetafel. Ah, guck mal, der nächste Zug fährt um 10.45 Uhr. Der RE Regionalexpress nach Treysa über Marburg. Gut, dann holen wir uns mal die Fahrscheine. Also, von Gießen nach Marburg. Ich bin erwachsen, habe keine Bahncard, nur Nahverkehr. Wir nehmen keinen ICE. Hä? Was heißt denn ICE? ICE heißt Intercity Express. Das ist ein Zug. Der ist sehr schnell, aber auch sehr teuer. Ah, dann nehmen wir also den Nahverkehr? Ja, wir fahren mit dem Regionalexpress. Abfahrt 10.45 Uhr. Dann kommen wir um 11.13 Uhr in Marburg an. Also, zwei Fahrkarten von Gießen nach Marburg kosten 7,80 Euro. Gut, ich gebe dir dann 3,90 Euro. Zeig mal die Fahrkarte. Ja, klar. Was genau heißt jetzt Einzelfahrt da oben? Das heißt, wir dürfen mit der Karte nur hinfahren. Die Rückfahrt müssen wir nochmal bezahlen. Siehst du? Und da steht, von Gießen nach 05. 05 ist das Tarifgebiet. Wir dürfen also jetzt zu allen Orten in diesem Tarifgebiet fahren. Ach so, also nicht nur nach Marburg? Genau. Da oben rechts steht Uhrzeit 10.39 Uhr. Wir wollen aber doch mit dem Zug um 10.45 Uhr fahren. Also, um 10.39 Uhr haben wir die Fahrkarte gekauft. Wann wir nach Marburg fahren, ist egal. Es muss nur heute sein. Siehst du? Da steht das Datum. 8.1.2011. Und wir dürfen nur mit dem Nahverkehr fahren. Also nicht mit dem IC oder ICE. Ah ja, diese Züge sind schnell, aber auch teuer. Ja, genau. Auf welches Gleis müssen wir? Gleis 13. Es ist fast Viertel vor. Oha, jetzt aber schnell. Oh Mist. Gleis 13 ist ganz hinten. Wir müssen über die Überführung. Lass uns lieber rennen. Lauf schon vor, ich bin nicht so schnell. Schnell in den Zug einsteigen. Ja, die erste Tür. Puh, das war knapp. Das letzte Mal hatte ich kein Glück. Wirklich? Was ist denn passiert? Ich bin im Zug eingeschlafen und habe meine Station verpasst. Ich bin dann zwischen Gießen und Kassel aufgewacht. Dann bin ich in Kassel ausgestiegen und habe eine Stunde auf den nächsten Zug zurück nach Gießen gewartet. Oh je! Ich bin in Spanien schon einmal in den falschen Zug gestiegen. Er ist in die andere Richtung gefahren. Ich war total müde und habe die Durchsage nicht richtig gehört. Na toll, wir sind ja richtige Zugexperten. Na, du lächelst so. Wem schreibst du? Jürgen, ich will mich noch für den Ausflug gestern bedanken. Aha. Du machst aber ganz schön viel mit diesem Jürgen. In wenigen Minuten erreichen wir Wetzlar. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Was? Wetzlar? Oh nein, das ist falsch. Wir sind in den falschen Zugteil eingestiegen. Was? Falscher Zugteil? Ja, der Zug teilt sich doch in Gießen. Das habe ich total vergessen. Mist. Der Zug teilt sich? Ah ja. Ja, nur die Wagen 1 bis 3 fahren doch nach Marburg. Und wir sitzen in Wagen 6. Unser Zugteil fährt nach Dillenburg. So was Blödes. Mist, was machen wir denn jetzt? Wir müssen wohl in Wetzlar aussteigen und gucken, wann ein Zug zurückfährt. Na gut, oh Mann, wir sind wirklich richtige Zugexperten.